Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Es gab ein richtig, richtig geiles Update. Ganz ehrlich Leute, es macht so Spaß. Es gibt so viele neue Sachen und das Ganze sehen wir uns heute an. Also auch die neue Story und so weiter und so weiter. Seid gespannt Leute, es ist einfach nur nice. Beginnen wir damit, es gibt eine neue Story in Schwer. Wie ihr dorthin kommt, natürlich wieder auf Story-Auswahl. Links oben auf Schwer drücken, ab in die Kampagne und ihr seht schon, da oben leuchtet es neu. Ich habe sie noch nicht gespielt, ich hatte noch nicht genug Energie. Und ja, werde ich auf jeden Fall noch machen. Das ist auf jeden Fall neu. Hier kann man die auf Schwer weiterzocken und fleißig Seelen farmen. Und natürlich auch Zeitkristalle durch das Abschließen. Also das ist schon mal neu. Dann, Leute, ist natürlich neu. Dann ist natürlich neu. Der Scout-Kampf. Den hatten wir noch nicht. Ihr seht sogar bei mir leuchten noch zwei neue. Die habe ich noch nicht gespielt heute. Keine Energie. Hier kann man sich natürlich wieder den Helden farmen, der abgebildet ist. Hier zum Beispiel Freezer in der dritten Form. Mega nice, mega sexy. Ist ein starker Held, finde ich. Und immer, wenn ihr diesen Kampf abschließt, mit nur einem Freezer-Charakter, steht ja ganz oben nochmal. Wenn du also zum Beispiel den gelben Freezer hast, dann sind das easy Zeitkristalle. Also fürs Abschließen bekommt man 10 Zeitkristalle pro Mission, also 4x sind 40. Und natürlich, wenn ihr es schafft, in allen Missionen die Herausforderung abzuschließen mit 40 Zeitkristallen, sind das nochmal 160. Sind insgesamt für die lächerlichen 4 Missionen einmal spielen 200 Zeitkristalle. Nehmt die mit, Leute. Nehmt die mit. Das sind immer die Free-to-Play-Sachen, wo dann Leute jammern, ich habe keine Zeitkristalle. Macht diese Sachen, Leute. Auf jeden Fall. Und dann natürlich ist noch neu das Event hier oben. Und zwar der Legends Road. Ihr könnt euch hier einiges erfarmen. Und zwar zum Beispiel den neuen Sparking Son Goku Kid. Mega nice, aber auch anderen geilen Scheiß. Und wie ihr seht, ich bin einmal durch. Es beginnt unten mit ganz normal Kampf. 1, 2, 3. Dann kommt Extreme-Kampf 1, 2, 3, 4 und am Ende noch Herausforderungskampf. Den Extreme-Kampf 4, wie ihr sehen könnt, steht bei mir noch einmal heute abschließen. Man kann es insgesamt pro Tag zweimal machen. Diese Mission kann man pro Tag zweimal spielen. Okay? Und hier kann man sich natürlich super alle drei verschiedenen Medaillen erfarmen und bekommt fürs Abschließen. Leute, Free-to-Play-Spieler, hört zu! Und auch die anderen natürlich. Fürs Abschließen jeder dieser Missionen hier, jeder, beim ersten Mal bekommt ihr 50 Zeitkristalle. Leute, what the fuck? Bei jeder Mission. Die letzte hier habe ich einmal versucht, nicht geschafft. Wisst ihr warum? Dreimal habe ich Rising Rush eingesetzt. Das heißt, dreimal in einem einzigen Kampf hat der Gegner meinen Rising Rush aufgehalten. Somit habe ich verloren. Aber sonst ist es machbar. Mit einem komplett gelben Team, wie ihr unten hier neben mir sehen könnt, ist es easy machbar, obwohl die Gegner Level 2000 sind. Ihr müsst nur auf den einen Gegner hier in der Mitte aufpassen. Ja, ich glaube, das war der. Der kann nämlich natürlich den Elementarvorteil, den ihr habt, von gelb zu violett aufheben. Ihr kennt den blauen, ne? Ihr kennt den blauen Piccolo. Namen vergessen, ey. Ihr kennt den blauen Piccolo, der kann das. Und dieser violette Piccolo kann es genauso. Lasst euch nicht abschrecken von Level 2000. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Wie gesagt, ich hätte es gewonnen, hätte der Gegner nicht dreimal meinen Rising Rush abgebrochen. Also verhindert. Es ist okay und man bekommt als Belohnung einmal 100 Zeitkristalle fürs Schaffen. Und ich denke, ich habe es noch nicht geschafft, ich denke auch 50 Zeitkristalle fürs erste Mal abschließen. Kann ich mir vorstellen. Hier gibt es auch noch Belohnungen mit den ganzen Zeitkristallen und so weiter. Das ist aber nur so ein Zusatz. Das würde ich euch raten, einmal zu schaffen und dann nicht mehr zu spielen. Ob danach noch was kommt, ich glaube nicht. Ich kann es nicht versprechen. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich glaube nicht. Das Wichtigste ist, dass ihr hier die EX1234 durchmacht. Leute, bei 4 hier, wie gesagt, kriegt ihr alle drei Medaillen. Bei 3 war es, glaube ich, nur die Goldene und so weiter. Ja, genau. Ah, Goldene und Bronzene, Entschuldigung. Und natürlich neue Ausrüstungen. Aber was macht man jetzt? Wenn man sagt, yo, ich habe jetzt arsch viele Medaillen gesammelt. Wo ist mein Son Goku? Ganz einfach, ihr geht auf die Tauschbörse und dann seht ihr hier etwas Neues oben. Legends Road.
Hier, Leute, seht ihr es. Hier könnt ihr eure Sachen eintauschen gegen verdammt viel Zeug. Aber euch, am Anfang würde ich euch raten, natürlich erstmal ganz normal die Sachen einzusammeln. Ich gucke mir jetzt mal mit euch gemeinsam das hier an, wie das so aussieht. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir müssen 10 Bronzemedaillen abgeben für einen Teil für so einen Goku Teenager. Ich weiß noch nicht, ob man jetzt echt nur ein Teil bekommt oder mehr. Ich teste es mal live mit euch. 10 Bronzemedaillen geben eine Z-Kraft, wirklich. Krass, eine Z-Kraft. Boah, das tut weh. Und was ist mit 10 Silbermedaillen? Ist das das Gleiche? Bekommt man auch nur eine Z-Kraft? Muss ich mal live testen mit euch. Ja, eine Z-Kraft. Ach du Scheiße. Hier unten, genauso bei den Goldmedaillen, wohl das Gleiche. Ja, eine Z-Kraft. Das tut weh, Leute. Das tut verdammt weh. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen eintauschen, aber macht erstmal das. Ihr müsst nämlich euch erstmal freischalten. Hier ist er. Hier wird er angezeigt. Das ist der neue Son Goku Teenager. Mega, mega nice. Und wie ihr seht jetzt hier unten, 3 von 200 habe ich. Ich glaube, man braucht aber nur 100, um ihn freizuschalten. Und bei 200 ist er, glaube ich, schon auf den zweiten Stern. Wenn ich mich da alles irrt. Müssen wir testen. Dann müsst ihr 100 Mal mindestens jetzt diese Medaillen eintauschen, um ihn freizuschalten. Und ja, das ist ein Farm-Event. Ihr müsst es oft spielen. Es ist Free-to-Play. Leute, ihr könnt euch hier kostenlos eine Sparking-Karte freischalten. Und ihr habt dafür 18 Tage Zeit. Finde ich okay. Ganze Zeit, Leute, immer eure Energie hier rausballern. Sollte ich irgendwas Sinnvolles rausfinden, wie sich das alles verbessern lässt. Oder wie sich das Event sinnvoller spielen lässt. Da gebe ich euch natürlich Bescheid in einem Video. Ob irgendwas besser ist, zum Beispiel nur Gold farmen, nur Silber farmen, nur Bronze farmen, ob das Sinn macht bei den Medaillen und so weiter. Das gucken wir jetzt extra an, wenn es einen besseren Weg gibt. Okay? Und ihr könnt natürlich auch noch andere Sachen hier holen. Das habe ich jetzt vergessen zu zeigen, weil ich nachgucken wollte. Es gibt hier nämlich ein neues Item. Und zwar hier, wo ist er denn? Hier, das Fischi! Den Schmorfisch, Leute. Ein schmackhaft aussehender, knuspriger Schmorfisch. Lecker. Der ist neu. Ein neues Trainings-Item ist das. Habe ich noch nicht geholt. Werde ich jetzt auch nicht holen. Ist mir zu teuer. Und ja, wenn ihr dann euren Son Goku freigeschalten habt, die 100 Stück, also braucht ihr, ne? Dann gibt es hier auch noch Seelen. Die braucht ihr, um Soul zu boosten. Das sind eigene Seelen. Die müsst ihr euch auch noch freischalten. Und wenn ihr ihn dann hochstufen wollt, braucht ihr auch noch die Superseelen. Leute, wie ihr seht, es ist ein hartes Farming-Event. Ihr müsst da wirklich viel zocken. Und das ist auch gut so. Das ist geil. Das ist ein neues Event. Das ist etwas Neues. Endlich. Darauf haben wir gewartet, Leute. Ich wünsche euch allen viel Glück beim Medaillenfarmen auf jeden Fall schon mal. Dann natürlich, die Season hat geändert. Alle haben ihre Season-Belohnung bekommen von der Rangliste. Die ist jetzt vorbei. Und das wollte ich auch noch kurz sagen. Dann gibt es noch natürlich dazu, dass die Season vorbei ist, gibt es auch neue PvP-Missionen. Wenn es mal ein bisschen laden würde. verbinden. So, also erstmal kommen wir dazu. Neue PvP-Missionen. Ihr wisst es, Online-Ranglisten-Spiele spielen, Gegner verkloppen und 15 Mal gewinnen war es, glaube ich. Ja, genau, 15 Mal gewinnen. Und ihr bekommt ganz viel geilen Scheiß. Auch nochmal bei Level 40 erreichen. Ist auf jeden Fall sexy. Und dann gibt es noch eigene Missionen für eben den neuen Super Saiyajin. Neuen Son Goku. Nicht Super Saiyajin. Damals gab es noch keinen. Wie ihr seht hier, einfach das Freischalten, das Soul Boosten. Alles wird hier belohnt. Auf jeden Fall, Leute, farmt hart rein, Leute. Es ist so wichtig, dass ihr jetzt so richtig hart in diesem Event durchfarmt. Dazu neu, natürlich, Leute. Das war klar. Das war einfach nur klar und abzusehen. In diesem Event sind alle Gegner lila. Gelb ist stark gegen lila. Also gibt es natürlich einen Banner mit nur gelben Karten darin. Hier haben wir unseren Freezer, der hart gebufft wurde. Wir haben hier noch unseren Obito für Piccolo, unseren Trunks als Kid, unseren Super Saiyajin Son Goku und ich glaube genau, Paiku Han ist nun da. Frosch im Hals. Was euch schon mal direkt auffallen sollte. Guckt mal auf Freezers Kampfkraft.
Das ist die Kampfkraft auf 3 Sterne, Leute. 332.000. Jetzt guckt mal zum Beispiel auf den gelben Goku. 309.000. Und bei Paikuan 329.000. Die wurden sowas von krass gebufft. Das Event hier, wie ihr seht rechts ganz normal, das ist ein normaler Banner wieder. Der ist nur 4 Tage da, das kennen wir schon. Und hier gibt es keine verbilligten Ziehungen. Ich würde euch auch nicht raten, da zu ziehen. Ich ziehe hier auch nicht. Finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Ganz ehrlich, Leute, finde ich jetzt nicht sinnvoll. Das Ganze könnt ihr auch angucken. Bei Neues, und zwar, also, wir fangen nochmal an. Story hatten wir durch, Scoutkampf hatten wir durch, Neues, PvP-Season, wie gesagt. Ihr könnt euch jetzt hier diesen Freezer holen, gleich wie im Scoutkampf, gleich wie bei einem Abenteuer. Und hier unten seht ihr, es gibt eine neue Ausrüstung, die man sich im PvP-Rangliste erfarmen kann. Tut das, spielt einfach fleißig eure PvP-Rangliste, Leute. Dann ist noch neu. Die Charakteranpassung. Alle Helden, die nie gespielt wurden, wie zum Beispiel der gelbe Freezer oder eben Paikuhan oder Ginyu, wurden nun sehr, sehr krass gebufft. Ihr seht, bei allen steht, alle Status verstärkt. Alle Status verstärkt. Sie haben alle eine erhöhte Kampfkraft, die ganzen Fähigkeiten sind besser. Das werden wir uns aber in einem extra Video ansehen. Ob das Sinn macht und ob jetzt zum Beispiel dann plötzlich am Paikuhan mehr gespielt wird. Nur weil er stärker ist, passt er trotzdem nicht in jedes Team. Das sehen wir uns noch an. Vor allem bei Ginyu. Ja, müssen wir drüber reden, Leute. Müssen wir drüber reden. Chao Su wurde gebufft. Yamchu, Kaba und Tenshin Han wurde extrem gebufft. Tenshin Han kommt jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ich gesehen habe, auf 325.000 Kampfkraft. Tenshin Han, Extreme-Karte. Aber wie gesagt, ob das sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Ob man den jetzt mehr spielen sollte, ist eine andere Sache. Das sehen wir uns alles noch an. Und ja, kommt ein extra Video, das müssen wir uns nämlich genauer ansehen. Da brauchen wir Zeit. Und ja, hier ist Legends Road nochmal aufgezählt. Die geht bis 17.12. Könnt ihr, wie gesagt, zocken, farmen. Und ihr könnt sie länger aber eintauschen. Bis Weihnachten, bis 24.12. könnt ihr eure Medaillen eintauschen. Aber farmen nur bis 17.12. Okay? Nicht, dass wieder 100 Leute fragen, hey Rabbit, das Event geht noch. Warum kriege ich keine Medaillen? 17.12. könnt ihr farmen. Und diesen geilen Son Goku hier natürlich bekommen und hochleveln. Es gibt auch neue Ausrüstung, wie ihr seht. Durchbohren, ich setze alles auf diese Faust und... Das gebe ich an dich zurück. Die 3 neuen Ausrüstungen sind da auch im Event. Kann man easy nebenbei mitfarmen, Leute. Ich bin im Hype. Ich will farmen. Nur mal kurz überlegen, ob ich noch was vergessen habe. Ne, Leute, ich glaube, ich habe alles erwähnt. Wenn ich etwas vergessen habe, bitte in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Tipps habt zur Legends Road, zum neuen Event mit Goku Kid, in die Kommentare. Und... Leute, heute kam ein Dragon Ball Xenoverse 2 Video mit Super Saiyajin 8. Super Saiyajin 8 Helden. Schaut euch gerne mal rein, das ist einfach nur geil, die Helden zu sehen. Und ja, Leute, wir sehen uns spätestens morgen wieder in Dragon Ball Legends. Und viel Erfolg und viel Glück im neuen Event. Suchtet rein für Free-to-Play-Spieler, ein Traum-Event. Genießt es, zieht es durch, farmt bis zum Umfallen, Leute. Und ja, wir sehen uns spätestens morgen wieder, wie gesagt. Viel Spaß, haut rein, lasst ein Abo da und ciao.